eine große Stadt, zugleich eine Provinz. Das ist die letzte oberägyptische Provinz im Süden. Nach dieser Provinz kommt die Wüste. Das ist die nubische Wüste, das ist ein Teil von Groß-Sahara. Provinz Aswan hat schon über 40 Millionen Einwohner. Aswan und die Umgebung von ihr. Schauen Sie mal, das ist eine neue Kirche, eine ägyptische Kirche. Und hier auf die rechte Seite steht ein Sandsteingebäude, neu gebaut. Das ist ein Museum. Das ist das Museum von Nubien, das nubische Museum. Das hier auf der rechten Seite. Und links hier, das ist eine Fibusade. Die Rinne ist tief. Wasserrinne, tiefer Wasser, sehr tief. Und nah voneinander sind die Löcher. Steckt man die Rumpfteile. Die werden betaut mit dem Wasser. Ab und zu kommt das neue Wasser. Wasser. Und dadurch sind sie gesättigt. Die dehnen sich aus, die Rumpfteile. Und brechen die Steine. Ja, das war eine bekannte Technik damals. Nicht nur die Ägypter. Die Griechen, die alten Griechen, die Römer, die Mesopotamien und die Phönizier, alle kannten diese Technik. Aber die Frage ist, Sie werden das jetzt sehen, ja, einen Obelisken aus dem Berg zu brechen, wenn man das sagt, ja, mit dieser Technik könnte man das versprechen, logisch. Ja. Das Problem, keine geschichtliche Überlieferung. Von damals. Keine Überlieferung. Das ist nicht dokumentiert. Keine Papierie. Fehlt das. Sana. Warte. Warte noch.